Hallo Borkheide, hallo Welt. Ja, hier sitzen wir jetzt schon wieder im Borkheide. Hier jagt eine Sondersendung die nächste. Nach dem großen Feuerwehreinsatz vom Freitag sitzen wir hier eine Woche vor dem Riesenereignis hier von Borkheide. Hoffentlich macht uns die Sonne da keinen Strich durch die Rechnung. Wir haben hier das Team von Baum und Borke zu Gast. Samstag soll euer großer Tag sein. Julian, du möchtest uns ein paar Fragen beantworten und was du nicht weißt, kann uns der Rest vom Team erzählen, oder? Ich hoffe. Sag mal, wie weit sind denn die Vorbereitungen? Die Vorbereitungen sind auf der Zielgeraden. Wir haben alle Sachen so weit intern besprochen, extern besprochen, mit dem Amt ist alles klar. Und wir freuen uns jetzt, dass wir am Donnerstag aufbauen können und am Freitag dann den Aufbau beenden und auch ganz viele Gäste am Samstag. Das heißt schon mal Kampfeinsatz, zwei Tage, Donnerstag, Freitag, wenn alles glatt geht. Wenn alles glatt geht. Und so ein paar Sachen, so hat es die Waldbrände angesprochen, müssen wir noch klären. Da sind wir mit den Behörden aber in sehr, sehr engem Austausch, sowohl mit der Freiwilligen Feuerwehr hier als auch mit dem Amtsbrandmeister in Brück. Aber wir sind da sehr positiv, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen zusammen, um wie geplant auch hier stattfinden zu können. Okay. Ja, was musste denn so in Summe eigentlich gekauft, bestellt, organisiert werden, so das Ganze grob umrahmt? Ach, eine ganze Menge. Ne? Man stellt sich das immer so ein bisschen romantisch vor, dass man eine Bühne irgendwo hinstellt und ein paar Bands anruft, die ihre Instrumente mitbringen und dann funktioniert das alles. Eine Kiste Bier in der Ecke, im besten Fall gekühlt, aber da geht's schon los. Wir sind hier auf dem wunderschönen Flugplatz in Borkheide, einer sogenannten Off-Location. Das heißt, wir müssen im Prinzip außer Strom und Wasser alles selber herbringen. Und werden das auch tun. Da geht es am Ende um so ganz banale Sachen wie Bauzäune, Kühlschränke natürlich, Sitzmöglichkeiten, Zelte, sowohl für die Besucher als auch für die Bands und Künstler im Hintergrund. Da geht es natürlich um Ware, ne? Die bestellt und gekauft werden muss, um Licht- und Tontechnik. Also ganz, ganz viele Sachen. Begonnen haben wir aber ganz klassisch, wie man das so für eine Veranstaltung macht. Wir haben uns Namen überlegt, wir haben eine Website geblockt für uns, das war das erste und wichtigste, waren Visitenkarten für uns alle, dass man sich auch nach außen hin ordentlich präsentieren kann. Ja. Und dann natürlich Flyer, Banner, die ja vielleicht auch der ein oder andere im Ort schon gesehen hat. Ja. Das ist insgesamt sehr, sehr umfangreich. Hängt ja noch am Bahnhof vorne, sieht man ja noch immer hier. Genau, am Bahnhof, am Ortseingangsschild und auch am Waldbad. Bei Lutze hängt eins, habe ich gesehen. Ja. Genau, stimmt. Bei mir hängt da auch ein großes Schild, hat doch noch keiner geklaut und ich hoffe, das freut uns auch noch genug. Ne? Machen wir gleich weiter. Wir hatten ja schon Probleme angesprochen. Was bereitet euch eigentlich außer die Hitze jetzt noch so richtig Probleme und Kopfschmerzen? Aktuell tatsächlich sind wir durchweg positiv gestimmt und haben, was die generelle Produktion angeht und die Absprachen mit Ausstellern, mit Partnern, mit Künstlern, haben wir aktuell keine großartigen Probleme. Das heißt, wir also sind alles durchorganisiert soweit. Genau, es ist durchorganisiert. Bis, das Go vom Land, von den Einsatzkräften hier kommt. Genau. Und da werden wir jetzt in den kommenden Tagen nochmal alles tun. Wie gesagt, wir sind da schon jetzt seit Freitag aktuell natürlich in sehr engen Absprachen mit dem Amt und der Gemeinde. Muss ich gleich nochmal nachhaken, wir haben ja hier in der Facebook-Gruppe hier schon Diskussionen gehabt bezüglich den Brand. Hier, habt ihr hier ein Rauchverbot oder sowas geplant? Die Leute haben hier natürlich ein bisschen Angst hier drumherum. Ja, kann ich verstehen, können wir alle nachvollziehen, weil wir alle hier auch aus dem Ort kommen und hier wohnen oder gewohnt haben lange Zeit. Ob es ein generelles Rauchverbot geben wird, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt einfach noch nicht sagen. Wir haben am Dienstag dazu ein abschließendes Gespräch
Wir werden baulich anbieten, dass wir ein paar Sachen verändern. Beispielsweise wird es einen Schutzkorridor geben vom Publikumsbereich in Richtung Wald, zu der Waldseite, die am kritischsten betroffen sein könnte. Das werden Sachen sein. Wir sind aber auch mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Borkheide im Austausch. Welche Maßnahmen wir als Veranstalter und auch die Freiwillige Feuerwehr im Vorfeld ergreifen können, um einfach die Gefahren so zu minimieren, dass wir alle mit einem guten Gefühl hier am Samstag uns die Bands angucken können und die Aussteller genießen können. Und wir nehmen das Thema sehr, sehr ernst, gerade weil es eben diese Gefahrenlage gibt und weil es mit dem Brand in Fichtenwalde auch ein eigenes gab, was die Leute natürlich noch mal ein bisschen dafür sensibilisiert hat, weil es so nah ist. Genau. Und wir werden da die richtigen Lösungen finden. Okay, Matze. So ganz kurz, was ist komplett schiefgelaufen? Also viel wahrscheinlich nicht, aber so ein Punkt, wo man sagt, um Gottes Willen, da hat es uns so richtig die Beine weggerissen. Ja, da muss ich mich tatsächlich beim Team entschuldigen, denn der größte Schnitzer, der passiert ist bislang, ist, dass wir 5000 Flyer in der falschen Größe bestellt haben. Nicht ganz so groß, am Ende war es nur A5, ne? Also ja. Sollte A6 sein, wir haben das mit einem glücklicherweise mit einem kurzen Lächeln wegdiskutieren können. Okay. Aber das war im Prinzip so das Größte, was schiefgegangen ist tatsächlich. Wobei zum Glück ja heutzutage, ja, einerseits kostet es Geld, aber sowas nachzubestellen und zu ordern, es geht ja zum Glück alles schnell. Das stimmt, das ging sehr zügig, ja. Okay, jetzt habe ich noch mal eine Frage und zwar kommen wir doch mal so ein bisschen noch mal in die Hintergründe rein. Das ist ja nun ein Riesenereignis, was ihr hier aufziehen wollt mit, wie viele Leute schätzt ihr kommen hier, wie viele Besucher, circa grob? Wir rechnen es von 600 bis 800 Personen. 600 bis 800? Ich hätte ja fast mehr gerechnet, muss ich sagen, aber okay. Aber wir freuen uns auch über mehr Personen, 600 natürlich. 600 bis 800. Wer steckt eigentlich hinter dieser ganzen Organisation? Was seid ihr für ein Team? Wo kommt ihr genau her? Im Kern kommen wir alle hier aus der Region, aus Borkwalde, Borkheide, haben aber schon seit ein paar Jahren in Potsdam einen Veranstaltungsverein, den Tumult e.V. Potsdam. Passenderweise sitzt unser Vorsitzender auch hier, der dementsprechend Florian. Über den Verein noch viel, viel mehr sagen kann. Ja, Florian, erzähl mal. Ja, ist richtig. Also in der Tat sind einige hier Anwesende auch gleichzeitig Mitglieder im Tumult. Wir veranstalten in Potsdam seit über 10 Jahren Clubkonzerte in der Charlottenstraße und hatten halt auch schon immer mal überlegt, ob wir nicht ein Open Air oder ein Festival ganz klassisch irgendwo veranstalten. Und da wir nun, wie Julian auch schon gesagt hatte, hier alle Beziehungen zu dem Ort haben, ist uns natürlich die Fläche hier auch ins Auge gefallen, relativ zügig. Und hatte sich dann klassisch bei einer Gartenparty bei einem bis zwei Bier ergeben, dass die Idee dann konkreter und konkreter wurde. Und nun ja, jetzt sitzen wir hier und hoffen aufs Beste. Ja. Aber es ist richtig und insofern der Verein und die Mitglieder, da haben wir dann auch Manpower, die uns unterstützt. Wir haben ein paar finanzielle Mittel, auf die wir auch im Vorfeld zurückgreifen mussten. Das ist schon ganz wichtig, weil so eine Sache kann niemand allein machen und gerade wenn man so eine Sache jetzt aus der Taufe hebt, dann ist da doch erheblich mehr Aufwand mit verbunden, als wenn man jetzt auf eine feste Infrastruktur zurückgreifen könnte. Aber ihr habt genug Sponsoren gefunden? Nun ja, wir haben Sponsoren gefunden, unter anderem die Brandenburger Bierstraße, Dachverband der Brandenburger Kleinbrauereien. Die haben euch die Flaschen hier geschenkt. Die stellen diese Flaschen unter anderem her, werden auch anwesend sein. Also es wird Potsdamer Stange zu kaufen geben und auch das Finsterwalder. Das ist ja okay. Das ist auch aus dem kleinen Durst. Ja, dazu kann Christine vielleicht noch ein paar Worte sagen, die sozusagen ja unsere Gastronomie-Schiene betreut. Die Bierverantwortliche. Also unter anderem, wir haben uns überlegt, wenn wir hier so einen schönen regionalen Zauber hier in die Region bringen, dann soll das natürlich auch mit Gastropartnern, also Leuten, die hier uns mit Essen und Trinken versorgen, aus der Region passieren im besten Fall. Ja.
und insofern regionales Bier. Wir haben den Spargelhof aus Kleistow gewinnen können, der sowohl uns als Partner unterstützt und auch vor Ort selber sein wird. Und aus Brück und aus Belitz und aus Brandenburg an der Havel werden verschiedenste Leute kommen, die unser Publikum mit Kulinarischem aus der Region bewirten. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir das sozusagen aus der Region für die Region machen können. Ja. Und so war das von Anfang an gedacht, dass das möglichst herzlich und möglichst lokal hier verortet ist. Erdbeerhof auch dabei oder ist das von Kleistow? Das ist von Kleistow. Allerdings ist das eine Saisonfrucht jetzt und da haben wir gesagt, Erdbeeren, Heidelbeeren, mit denen die natürlich auch vor Ort sein werden. Okay. Genau. Matze. Matze, schon viel erzählt. Ja. Bis jetzt. Ja, jetzt könnte ich noch fragen, was ist das Besondere? Aber das Besondere wird man eigentlich erleben, wenn man hier ist, denke ich mal, hoffe ich mal. Was mir so spontan auch einfällt, die Veranstaltung war noch nicht, aber habt ihr schon perspektivische Pläne, wenn das gut läuft, das nochmal aufzuziehen? Ja, in jedem Fall. So wie das Florian auch gerade schon angesprochen hat, im ersten Jahr ist es an der einen oder anderen Stelle noch holprig. Man muss sich so ein bisschen einruckeln. Ne? Das hat Behördenabsprachen, Absprachen untereinander zufolge. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir aus den Erfahrungen von diesem Jahr, die bislang durchweg positiv sind und auch die Rückmeldungen komplett positiv sind, dass wir damit auch im nächsten Jahr wieder angreifen wollen. Im besten Fall für den Ort und für die Bewohner der umliegenden Gemeinden hier auch sowas wie eine kleine Tradition schaffen möchten. Das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab, aber unser Wunsch ist das natürlich. Danke. Okay. Viel Erfolg wünschen. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann können wir, bleibt uns nur noch übrig, euch mal so richtig die Daumen zu drücken, dass es trotzdem Wetter hier stattfinden kann, dass die Organisation hier gut klappt. Ist ja nur noch eine Woche hin. Sechs Tage haben wir noch. Ab und zu mal vorbeikommen und den Aufbau mit dokumentieren. Und wir sehen uns dann natürlich allerspätestens am Samstag, so denn nichts dazwischen kommt, oder? Davon gehen wir aus, dass nichts dazwischen kommt und dass wir uns sehen können. Ja, bedanken wir uns erstmal hier beim Team von Tumult e.V. und bei Baum und Borke, dass sie hier Rede und Antwort gestanden haben, kurz vor dem Riesenereignis. Wie gesagt, nochmal toi 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 und gutes Gelingen. Dankeschön. Danke, sehr gerne. Kriegst du deine Couch wieder nach Hause, ne? Mach ich. Gut. Ja, die kommt wieder ins Wohnzimmer. Gut, ja. Dienstsofa. Tschüss. So, machen wir jetzt die große Flasche aus hier, oder wie?